Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind heute in einem neuen Let's Play, das wir beginnen wollen. Wir haben jetzt doch relativ viel LS19 die letzten Wochen und Monate gespielt. Und ich dachte mir, okay, nehmen wir mal einen weiteren Simulator mit ins Boot auf meinen Kanal. Und da ist mir der Train Sim World 2 Simulator untergekommen und ich dachte mir, okay, wir probieren es mal aus, wie es bei euch ankommt. Wir machen jetzt mal ein paar Folgen darüber und dann schauen wir mal, wie ihr Bock drauf habt im Oktober oder November. Ich weiß das Datum gar nicht auswendig. Kommt der LS22, da wird dann der Hype wieder auf den Landwirtschaftssimulator fallen, aber bis dahin können wir ja ein bisschen Zug fahren. Ich habe weder den ersten Teil gespielt, ist noch ein gab es einen Train Sim World 2020er Version. Ich bin noch nie Zug gefahren, ist sozusagen heute Premiere mit euch und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal durch. So, wir erstellen ein neues Profil. So, und was können wir hier? Können wir aussuchen? Okay, da können wir dann das Outfit aussuchen. Okay, da wir noch kein professioneller Zugführer sind, würde ich sagen, nehmen wir ein normales Outfit. Und entstellen Sie ein eigenes Profil. Das können wir natürlich auch machen hier. Dann machen wir hier den Chris. So, bestätigen. Und dann gibt es hier am Anfang drei Szenarien zur Auswahl. Die Sand Patch Grant. Der Zug ist, schaut so ein bisschen amerikanisch aus. Dann haben wir hier die Londoner U-Bahn. Und die Schnellfahrstrecke Köln mit dem DBIC. Ich würde sagen, da wir bestimmt alle drei spielen werden, fangen wir mal mit dem ICE an. Hier noch eine kleine Werbung von einem DLC, das es gibt. Es gibt, glaube ich, jetzt schon über 20 DLCs. Damit finanziert sich das Spiel ganz extrem, weil die DLCs kosten noch richtig Asche. Also da kostet so ein spezieller Zug oder sonst irgendwas zwischen 15 und 30 €. Also da gelangen sie schon richtig hin. Aber nun, willkommen auf dem Schnellfahrstrecke Köln. Willkommen bei Train Sim World 2, einer immersiven und hochdetaillierten Eisenbahnsimulation mit authentischen Strecken und Zügen aus aller Welt. Sie haben Aktionspunkte erhalten. Diese werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt und zu Ihrer Gesamterfahrung hinzugezählt. Man muss stetig auf die umgebende Welt achten. Üben Sie, indem Sie nach oben, unten, links und rechts schauen. Okay, ich sehe gerade. Ich muss da doch das ein oder andere schnell kurz ändern. Könnten das drinstehen? Temperatur machen wir Celsius. So, dann haben wir hier den Bildschirm und der Titel ein. Ach so, das ist Ton.
So, den schrauben wir hier mal ein bisschen runter. Na, das wollten wir nicht. Schauen wir hier nochmal. Okay, die Bewegungsunschärfe schalten wir aus, weil das nervt eigentlich nur. So, nun dürfte es beim Hin- und Herschauen genau keine Ruckler mehr geben. Wir schauen nach unten, wir schauen nach oben, wir schauen nach links und nach rechts. Na, der Außer dem Fahren von Zügen gibt es viele Anforderungen für die Bewegung zu Fuß. Bewegen Sie sich jetzt. So. Oh, wo kommen denn die jetzt alle her hier? Hallo, ich will hier hingehen. Was einen von 20 Erste-Hilfe-Punkten erreicht. Ah, da seht ihr. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Dies ist eine von vielen interaktiven Handlungen, aber nicht alle sind so leicht zu entdecken. Ah, hier leuchtet irgendwas. So, ich muss jetzt hier nochmal die Empfindlichkeit. Moment. Die Empfindlichkeit ein bisschen nach unten schrauben der Steuerung. Ah, okay, er hat sie gar nicht übernommen. So, jetzt müsste passen. So, jetzt ist es nicht so hektisch. Passt. So, müssen wir hier nach oben. Vorsicht! Ich werde natürlich als ganz normaler Fahrgast anerkannt. Das Bordbistro. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin 45 Jahre alt. Ich bin noch nie in einem ICE mitgefahren. Also ich habe keine Ahnung, wie das ist. Aber von innen schaut er jetzt auf den ersten Blick. Schauen wir hier nochmal rein. Oh, hier ist die erste Klasse, seht ihr? Wir gehen jetzt einfach mal hier durch die erste Klasse durch. So, die Tür auf. Gehen die Türen eigentlich wieder automatisch zu oder muss ich die wieder zumachen? Oh, hier so. Ruhebereich, da schon her. So, hier sind die Toiletten, leider geschlossen. So. So, ich kann mich jetzt da hinsetzen. So, jetzt sitze ich auf einem Platz. Sie können das Erlebnis jederzeit anhalten, um Ihre vorherigen und derzeitigen Ziele anzusehen. Überprüfen Sie sie jetzt und kehren Sie zum Spiel zurück, sobald Sie fertig sind. So, wo gibt's hier die... Was ist das? Das Streckennetz oder was? So, hier ist mein Bereich. So, bitte Tür schließen. Sie werden viel Zeit mit Fahren verbringen. Setzen Sie sich also auf den Lokführersitz. Oh, das hier ist eine Blickfeldanzeige ist jetzt rechts auf dem Bildschirm. Diese zeigt an, was der Zug macht. Dies ist die Geschwindigkeitsanzeige. Die weiße Nadel zeigt Ihre derzeitige Geschwindigkeit. Die rote Markierung zeigt die derzeit erlaubte Höchstgeschwindigkeit. So, und was sind die anderen Dinger hier? B, C und was haben die anderen? M, R, D, P. Dies ist das Richtungswender-Display. Ein Pfeil zeigt Ihnen die Stellungen vorwärts, rückwärts und neutral. D
Dies ist die Leistungsanzeige. Eine Zahl zeigt die Position des Leistungsreglers an. Dies sind Bremsindikatoren. Sie zeigen den Zustand der verschiedenen Bremssysteme an und ermöglichen deren unabhängige Steuerung. Oben rechts sind die Signal- und die erlaubte Geschwindigkeitsanzeige. Diese zeigen an, was sich nähert und eine Countdown-Distanz, ab wann es in Effekt treten wird. Einige dieser Anzeigen können im Einstellungen-Menü ausgeschaltet werden, wenn Sie eine größere Herausforderung wählen möchten. Okay. Dass wir noch nie gefahren sind, lassen wir es an. Dieser Zug ist bereit für die Abfahrt. Schieben Sie den angegebenen Hebel ganz nach vorn, um loszufahren. Schieben Sie den rechten Trigger. Den hier? Ne, den hier. Leistungsregler. Oh. Okay, jetzt fährt der. Hätten wir nicht vorher die Türen zumachen müssen? Okay, ich kann hier gar nicht anhalten. Die Strecke verläuft von hier aus bis zur Grenze zu den Niederlanden und Belgien und ist Teil des internationalen Streckennetzwerks von Zügen, die quer durch Europa fahren. Die richtigen Weichen nimmt da automatisch, oder? Hier steht jetzt einer. Okay. Bei diesem Zug handelt es sich um einen Intercity Express der dritten Generation. Ist der Hebel wieder zurückgegangen hier? Train SimWorld bietet Ihnen bei der Fahrt eine Auswahl an verschiedenen Kameraansichten. Werfen wir jetzt? Sie können zwischen internen und externen Kameraansichten wechseln, indem Sie den rechten Stick drücken. Sie haben hier nur ein kleines Gebiet gesehen. Schauen wir, was es sonst noch zu entdecken gibt. Willkommen im Westen von Deutschland. Bereiten Sie sich auf eine Hochgeschwindigkeitsfahrt auf der ersten internationalen Eisenbahnstrecke der Welt vor. Erleben Sie den Nervenkitzel beim Fahren des hochmodernen elektrischen Hochgeschwindigkeitszugs ICE 3M mit bis zu 250 km pro Stunde. Nehmen Sie alternativ die Sehenswürdigkeiten der Grenzregion in Augenschein, während Sie den vielseitigen Gelenktriebzug BR 442 Talent 2 fahren. Ob internationaler Express- oder beschaulicher Pendlerzug, Sie bestimmen das Tempo. Vergessen Sie nicht, auf dem Weg Streckenkarten zu platzieren, Sicherheitsschilder anzubringen, Verkehrsleitkegel zu platzieren und Erste-Hilfe-Punkte aufzufüllen. Willkommen auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Köln-Aachen. Okay, das war jetzt so ein kleines Tutorial anscheinend. Was ist hier unten? Ah, okay, hier sind die DLCs drin. Ich würde sagen, wir setzen die Hochgeschwindigkeitsstrecke hier mal fort. BR 442 Talent 2. Warum dürfen wir denn? Willkommen zur Lokführerschulung hier im Betriebswerk Aachen. Hier werden Sie durch den Betrieb eines Elektrotriebzuges BR 442 Talent 2 geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die Zugvorbereitung, wesentliche Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Okay, warum ich den ICE jetzt nicht fahren durfte?
Weiß ich nicht. Im normalen Fahrbetrieb wird dieser Zug durch einen Stromabnehmer, der mit der Oberleitung verbunden ist, elektrisch angetrieben. Jedoch ist dieser Stromabnehmer momentan gesenkt. Wir müssen deshalb die ersten Einstellungen mit Hilfe der Hilfsbatterie vornehmen. Aha, oh, und dann sollen wir aufstehen. Ist die jetzt an, oder? So. Ah, den Nehmen Sie muss auf ich dem anlassen. Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Jetzt, ich darf nicht so ungeduldig sein. Sobald der Zug mit Strom versorgt wird, betätigen Sie den Hauptschalter, um das Hauptpult zu entsperren, und schalten Sie die Multifunktionsanzeigen an. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Aktivieren Sie nun den Stromabnehmer, sodass er sich hebt und mit der Oberleitung. Stellen Sie die Außenlichter für den normalen Fahrbetrieb ein. Stellen Sie die indirekte Bremse auf Lösen. Diese Bremse wird normalerweise nicht im normalen Fahrbetrieb gebraucht, kann aber in Notsituationen genutzt werden. Lösen Sie schließlich die Handbremse. Verwenden Sie den Kombihebel Leistung Bremse, um Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. So schnell darf ich hier gar nicht fahren. So, es sollte jetzt hier reichen. Ah, okay, wir sind zu weit gefahren. Wir hätten wohl da im Bahnhof stehen bleiben müssen. Ein neuer Versuch. Oh nein, ich muss das alles nochmal neu machen hier. Willkommen zur Lokführerschulung hier im Betriebswerk Aachen. Hier werden Sie durch den Betrieb eines Elektrotriebzuges BR442 Talent 2 geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die Zugvorbereitung, wesentliche Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Im So, normalen Fahrbetrieb wird dieser Tür Zug durch einen zu. Stromabnehmer, der mit der Oberleitung verbunden ist, elektrisch angetrieben. Jedoch ist dieser Stromabnehmer, Moment. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie.
Sobald der Zug mit Strom aktiv. Stellen Sie die Außen. Lösen Sie schließlich die Handbremse. Haben wir doch alles gemacht. Normalerweise müsste er losrollen. Mal gelöst. So, irgendeine Bremse haben wir noch drin. Irgendeine Bremse haben wir noch drin. Hier, die haben wir vorher vergessen. Mist. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. So, oben rechts steht jetzt in 500 Metern müssen wir stehen bleiben. Können wir noch ein bisschen Gas geben. Dürfen Maximum 40 fahren. Aktuell fahren wir 20. Können wir noch ein bisschen beschleunigen. So, würde ich sagen, wir nehmen mal die Leistung hier zurück. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Ah, sieh, da vorne ist das Blaue. So, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Bremskraft. Okay, Ziel erfüllt. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Wie sehe ich das? Okay, funktioniert. So, wo mache ich die Türenentriegelung? Ne, links wollen wir keine öffnen, oder? Oder haben wir hier auch... Ne, hier haben wir keinen Gest... Oder? Haben wir hier auch? Ne, hier haben wir keinen. Somit lassen wir hier die Türen zu. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. So. Türen sind geschlossen. Fahren Sie dieses Mal ohne Führung zum nächsten Halt, Aachen, Rote Erde. Sehen wir mal, wie Sie zurechtkommen. km/h dürfen wir fahren, dann gehen wir hier mal Max Gas. Ach so, in 100 dürfen wir 100 fahren. Ah, Moment, Moment, Moment. Waren wir jetzt ein bisschen zu schnell?
So, und jetzt hat in 200 Meter dürfen wir Vollgas fahren. Oder besser gesagt, dann 100 fahren. So, los geht's. 120, darf ich die nächsten 1,4 Kilometer fahren. In 500 Meter habe ich ein gelbes. Achtung, wir nehmen hier mal Leistung weg. Ich weiß nicht, was bedeutet. Ah, okay. In 500 Meter müssen wir stehen bleiben, also bremsen wir hier mal mit 20%. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. Wir müssen, glaube ich, hier ein bisschen mehr bremsen. So, wir sind 38 Meter zu weit gefahren, oder? So, jetzt lassen wir die hier mal einsteigen. So, hier oben läuft dieses Fahrgäste einsteigen lassen. Hätte ich um 12.37 Uhr hier sein müssen oder laut Fahrplan oder... Also ich habe jetzt schon eine... Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Nachbesprechung. Okay, geplant... 12.32 Uhr, 12.33 Uhr waren wir da. Haltegenauigkeit 17,8 Meter. Ah, okay. Ich war knapp eine Minute zu spät. Level 2, Fahrstrecke Köln, Level 300. Zurückgelegte Strecke, gefahrene Strecke. Punkte. Gut. Die erste Strecke ist gefahren. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Und sehen uns dann in der nächsten Folge mit einer neuen Zugfahrt. Talentierte Übernahme, was ist das? So, wir sitzen schon wieder im nächsten Zug drin. Ich würde sagen, wir beenden aber trotzdem hier und sehen uns dann in der nächsten Folge. Euer Expus Chris.